Hallo und herzlich willkommen im Online-Kurs Audios und Videos selbst erstellen. Schnell, einfach und pädagogisch sinnvoll. Mein Name ist Matthias Kostschewa. Ich bin Digitalisierungsbeauftragter für die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität in Bochum und darf Sie durch diesen Kurs führen. In unserem Online-Kurs beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir multimediale Inhalte, vor allem Audios und Videos, im Lehr- und Lernkontext einsetzen können und wie wir diese erstellen können. Dabei legen wir einen besonderen Fokus darauf, wie nicht nur Sie selbst Lernvideos erstellen, sondern wie Sie dies auch mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen können. Wir haben dafür 10 Kapitel zusammengestellt, in denen Sie verschiedene Inhalte selbst erarbeiten und erlernen können. Los geht es mit einer theoretischen Übersicht. Wir fragen uns erst einmal, was ist eigentlich Multimedia und wie funktioniert multimediales Lernen? Anschließend wollen wir uns das Thema Multimedia aus der kognitiven Lerntheorie heraus ansehen. Dazu haben wir 2 Theorien uns ausgesucht, indem wir den Lernprozess aus kognitiver Sicht bei multimedialen Inhalten etwas näher betrachten wollen. Und vor allem wollen wir dabei Schlüsse ziehen, was das eigentlich für unser eigenes Lernvideo bedeutet. Und danach wird es deutlich konkreter. Wie kommen wir Schritt für Schritt von einer Idee über ein Storyboard oder Drehbuch zu einem fertigen Medienprodukt? Was für Equipment brauchen wir dazu? Dabei legen wir natürlich einen Schwerpunkt auf Equipment, was wir ganz leicht benutzen können, nämlich Smartphones und Tablets. Aber ich zeige Ihnen da ein paar Tipps und Tricks zu, wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr Video direkt verbessern können. Wir wollen uns anschauen, wie man Videos bearbeiten und schneiden kann und wie man externe Inhalte in Videos einbinden kann und was dabei lizenzrechtlich zu beachten ist. Außerdem möchte ich Ihnen 2 Videotechniken zeigen, die sich besonders gut dazu eignen, Videos mit Schülerinnen und Schülern zu erstellen. Die Legetechnik und die Stop-Motion-Technik. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wo lassen wir nachher unsere Medienprodukte? Also wo können wir sie hochladen und veröffentlichen? Begleitet wird dieser Kurs in Moodle mit verschiedenen Tipps und Tricks, Materialien, Links, kleinen Aufgaben. Und vor allem haben wir zu jedem Kapitel eine Reflexions- und Mitmachaufgabe. Wenn Sie diese durch den ganzen Kurs selber mitmachen, dann erhalten Sie am Ende des Kurses Ihr eigenes Medienprodukt. Das entsteht nämlich so ganz automatisch. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal ganz viel Spaß beim Durcharbeiten dieses Kurses.